Willkommen zurück zu Uncharted Drakes Schicksal. Ich muss jetzt mal meinen Timer wieder stellen. Jetzt läuft das Ganze hoffentlich kontinuierlich. Und leider werdet ihr von dünn gestört. Deswegen schalte ich das jetzt einfach mal auf lautlos. Vielleicht vibriert es dann einfach nur. Ansonsten muss ich da dementsprechend nachschauen, weil ich meine, sonst macht ja der Timer fast gar keinen Sinn. Ich meine, irgendwie muss er uns ja ein akustisches Signal geben. So. Oder mir zumindest ein akustisches Signal. Und hier wäre ein akustisches Signal auch nicht schlecht, weil das würde bedeuten, dass hier was passiert. Und stattdessen kommen Fledermäuse, die aber auch akustische Signale von sich geben. Wer hätte es gedacht? Ja, also nicht wundern, anfangs werde ich wahrscheinlich noch ziemlich viel zum Spiel labern, aber das wird im Laufe der nächsten Parts reguliert, wenn es dann langweiliger wird. Oder nervtötender, je nachdem. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ah. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Und ich kann mich hier nicht mal richtig frei bewegen. Habt ihr das gerade gesehen? Okay. Wir müssen da rüberkommen. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was da mehr oder weniger zu tun gibt, oder? Nee, das nicht. Irgendwo muss ich hinschießen. Hey, da drüben steht ein altes Pulverfass, oder? Ach so, danke schön für den Hinweis. Oh. Sieht gut aus. Ja, Geschicklichkeit und logisches Verständnis der Umgebung wird hier vorausgesetzt. Und auch hier gilt, das habe ich vielleicht auch, möchte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist kein 100% Let's Play. Also es ist einfach nur, Ding, das Spiel durchspielen. Und hier müssen wir auf wiederholte Art und Weise auf. Hier, lass mich mal. Die Taste drücken. Also auf die Dreieckstaste. So heißt es immer noch. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Unglücklicherweise steht da ein passendes Vehikel. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür. Immer einen guten Spruch auf Lager, das gefällt mir. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Und ich weiß, was jetzt zu tun ist. Wir müssen das Ganze in Bewegung setzen. Cool. Okay, jetzt hat schon gereicht. Sagt das so eiskalt cool, obwohl ja alles brennt.
Mal schauen, vielleicht gibt es hier noch irgendwie einen Schatz. Also natürlich werde ich versuchen, trotzdem hier die Umgebung so ein bisschen zu erkunden. Nach Secrets. Auch wenn es meistens keine gibt. Ach, so wollte ich eigentlich mich nicht hinter eine Barrikade rollen. Aber diese Rolle ist cool. Und jetzt? Fast so cool wie die von Link. Und wir sind zum allerersten Mal gestorben. Ja, jetzt lass mich doch durch. Ich glaube, das Spiel nicht extra um 1 Gigabyte gepatcht. Ah, nee. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Oh, nee. Okay, hier müssen wir vorsichtig sein, beziehungsweise schnell. Toll, unser Todescounter. Der steigt jetzt aber auch an. Vielleicht da nach unten. Ist vielleicht sinnvoller. Man kann es sogar steuern. Man kann es regulieren. Und vor allem das Runterrutschen ist relativ modern. Gehalten. Ist es nicht ein Knopf? Kann ich das bewegen? Nein, ich kann es nicht bewegen. Ach, jetzt kann er runterklettern. Das ist wundervoll. Habe ich mal wieder richtig an die Familie gedacht, nicht wahr? Also muss ich auf ihn warten, tatsächlich. Den guten Sully. Los, weiter geht's. Ja, ich warte auf dich. Du bist ja der Typ mit dem Feuer. Der mit dem Feuer spielt. Ich weiß nicht was. Okay, das haben wir überlebt. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Okay, jetzt müssen wir zum ersten Mal mit dem Tagebuch interagieren. Diese Zeichentrickbedeutung. Da hängen meistens Rätsel dran. Weiß nicht, kann ich irgendwie rumblättern? Also eins, zwei, das ist wahrscheinlich die Reihenfolge, in der man die berühren muss. Okay, da muss ich mal schauen. Das ist das hier. Das erste, das zweite ist dann... Ist das das? Ne, das ist das dritte. Das sieht nach dem zweiten aus. Dann ist das das dritte. Weiß nicht, ob das einfach nur dadurch gelöst wird, dass man auf diese Plattform drauf geht. Ach ne, man muss wahrscheinlich so einen blöden Sprung-Marathon absolvieren. Mensch, fast wäre ich mal wieder nicht drauf gekommen, dass man da hochgehen muss. Oder dass man da hochkommt überhaupt. So, ist es das? Nein, das ist es nicht. Das ist, glaube ich, schon das letzte. Von diesen hässlichen Zeichen. Was ist das? Nein, das erste Mal wieder ganz woanders. Wenn ich die ganze Zeit meine Nase jucken würde, meine Nase juckt mich schon den ganzen Tag, das ist furchtbar.
deprimierend für mich und deprimierend für alle. Das ist unser erstes Zeichen. Nein, das ist das dritte Zeichen. Da muss das andere ja direkt gegenüber liegen. Also manche Rätsel dauern echt eine halbe Ewigkeit. Besonders wenn man da extra noch überlegen muss. So. So, die erste Säule rised up. Dann die zweite ist dieses Teil, das nicht so aussieht wie eine Spinne. Kann da vielleicht mal näher rangezoomt werden? Das ist, glaube ich, die Spinne. Ich weiß gar nicht, wie sieht es zeitlich aus vom Part her. In 3 Minuten ist schon wieder der Part vorbei. Okay, so wär's theoretisch auch gegangen. Symbol Nummer 2. Dürfen wir nämlich zurückspringen. Ja, so wär's wirklich echt auch gegangen, aber ich wollte nichts riskieren. Und das muss man manchmal in diesem Spiel. Wer hätte es gedacht? So. Wo das letzte Zeichen ist, das müsste eigentlich auch klar sein. Nämlich gegenüber. Ich hoffe, euch macht der Ventilator nicht allzu viel aus, aber das Problem ist leider, es ist extrem heiß draußen und meine Mutter achtet sehr darauf und ich habe keinen Bock von ihr Ärger zu bekommen, wenn der Ventilator nicht an ist. Zudem trinke ich auch viel zu wenig. Das ist vielleicht auch nicht so von der hilfreichen Art und Weise das Richtige. Achso, jetzt haben wir die erste Gelegenheit, so einen richtig schönen Todessprung zu machen. Bei Assassin's Creed, da brauchen wir immer einen Heuhaufen. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Oh Gott, nee. Ach nee, da, so stirbt man auch. Ach, ich hab gedacht, wir können da tief eintauchen, aber ja. Ich habe mich aber eigentlich daran geändert, dass man da irgendwie so runterfliegt, so Anthem-like. Ich hab schon gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Kann man da nicht irgendwie runter? Nein, das geht nicht. Okay, noch 1 Minute, dann bin ich mal gespannt, wie das Handy mir das mitteilt. Okay, ich glaube, wir haben unser allererstes kleines Problem. Da müsste es doch eigentlich runtergehen.
Nee, egal auf welche Lautstärke-Einstellung ich das Handy stelle, es macht immer dudung dudung. Also dementsprechend kann ich es auch auf vibrierend lassen. Ja Leute, auf jeden Fall wird der Part jetzt von mir auch pünktlich beendet. Und im nächsten Part lösen wir auf, wie das hier weitergeht, weil es ist ein bisschen frustrierend, muss ich zugeben. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.